Der Sommer ist heiß. Das ist hier wohl keine besondere Erkenntnis des Tages. Aber hier haben wir es vermeintlich mit einer hohen bis höheren UV-Belastung zu tun. Das strapaziert die Haare, das trocknet sie aus und auch unsere Kopfhaut sowie unseren Körper. Hierbei gibt es natürlich verschiedene Methoden, die hierbei helfen sollen, uns zu schützen. Darauf möchte ich heute in diesem Video eingehen. Hallo und herzlich willkommen bei HairTalk, eurem 1x1 für die Haare. UV-Belastung im Sommer, immer wieder das ganz heiße Thema, wenn es um die Gesundheit der Haut und die Haare geht. Wenn wir uns jetzt mal auf die Haare konzentrieren, ist es natürlich so, dass eine Sonneneinstrahlung allein schon ausreicht, dass die Haare an Feuchtigkeit verlieren, dass diese dementsprechend ja etwas strapazierter werden wie im Frühjahr oder im Herbst und Winter. Jetzt hat sich die Kosmetikindustrie gedacht, okay, wir machen hier Produkte, die dementsprechend hier entgegenwirken. Sprich, Pflegeprodukte speziell mit UV-Filter, wo dann im Sommer dementsprechend das Haar schützt. Und natürlich die Kopfhaut, weil was wir aufs Haar auftragen, kommt final auch auf die Kopfhaut durch. Aber ist es hierbei sinnvoll? Auf den ersten Blick sicherlich ja, dass wir hier einen Schutz haben. Jedoch, wenn ihr euch die Produkte anschaut, diese Inhaltsstoffe anschaut, dann haben wir hier eine ganze Litanei an Inhaltsstoffen, wo zusammen mit Wärme ja auch einen gewissen chemischen Prozess in Gang setzt. Und genau dieser ist eben wenig bis gar nicht erforscht. Und dementsprechend halte ich es hier ja für semi-optimal, wenn wir uns hier irgendwas aufs Haar und die Haut auftragen. Ich bin nicht komplett dagegen, aber ich gebe hier an der Stelle lediglich zu bedenken, dass es hier vielleicht nicht so optimal sein kann. Haben wir so gesehen nur einen Stoff, den wir auftragen, dann ist es planbar. Haben wir aber 10 Stoffe, die vermengt werden, die wir auftragen, dann kommt die Wärme hinzu. Was passiert da? Das ist so die Gretchenfrage. Was können wir aber anstelle tun? Wir können tatsächlich unsere Haut und unsere Haare schützen, indem wir, wenn der Planet sticht, wenn die Sonneneinstrahlung ja heftig ist um die Mittagszeit, eine Kopfbedeckung zum Beispiel tragen. Bei langem Haar mache ich mir einen Zopf, trage eine Kopfbedeckung und dann habe ich hier auch schon das Nötigste getan. Und wenn ich dann hinterher mit Pflege zum Beispiel arbeite, wie gewohnt, dann passt das auch. Und die Haut können wir natürlich so gesehen schützen, indem wir im Frühjahr ans Tageslicht mal gehen und uns so gesehen vorbräunen. Wir sollten natürlich nicht ein Sonnenbad nehmen über 5 Stunden im Hochsommer und sind vorher nicht vorgebräunt. Das führt nur zu Verbrennungen. Aber wenn wir im Wechsel der Jahreszeit uns der Sonneneinstrahlung aussetzen und uns langsam vorbräunen, dann haben wir eine Bräune und dann kommt es auch nicht dementsprechend zu solchen Ereignissen.
Und auch hier ist natürlich der Faktor Zeit immer eine maßgebliche Rolle, indem wir hier, auch uns, wenn wir selbst vorgebräunt sind, sollten wir nicht im Hochsommer Stunden, Stunden, Stunden den ganzen Tag in der prallen Sonne verbringen. Das ist natürlich auch nicht schick. Auch da sollten wir mal den Schatten aufsuchen oder ins Innere gehen. Auch da kann man sagen, ist das Maß der Dinge das Ziel. Und somit kann jeder von euch frei entscheiden, ob er oder sie Sonnenmilch aufträgt oder eben nicht. Auch hier, ich kann meinen Körper auch etwas bedecken. Ich kann Tücher tragen. Wenn ich eine empfindliche Haut habe, ich kann lange Hosen tragen anstatt kurze, auch wenn es dann relativ unangenehm ist. Aber diese gibt es ja auch schon ein klein wenig weiter. Also vom Schnitt her meinte ich, sodass auch da eine Luftzirkulation stattfinden könnte. An der Stelle würde mich natürlich brennend interessieren, wie seht ihr das? Schmiert ihr alles an euch ran? Viel hilft viel, Hauptsache ihr seid geschützt. Oder macht ihr das auf die natürliche Art und Weise? Das würde mich hier brennend interessieren und natürlich auch eure dementsprechenden Erfahrungen diesbezüglich. Und wenn du mir irgendwas zum Thema zu sagen hast, dann teile es mir in der Kommentarfunktion mit. Das würde mich an der Stelle sehr freuen. Und natürlich, wenn dir das Video einen Mehrwert geboten hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die das Video unbedingt sehen sollten, so teilt es doch mit denen. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann hol doch das jetzt nach, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es grüßt euch euer Alexander von Hairtalk, dem 1x1 für die Haare.